Einen wunderschönen Willkommen zu einer weiteren Folge von Mass Effect Andromeda. Wie wir oben rechts erkennen können, wollen wir endlich die nächste Hauptquest machen, The Rise nach Meridian. Und dazu müssen wir auf den Nexus. Denn wir müssen ja mit den anderen quatschen. Mit den anderen Pathfindern, die wir gerettet haben. Jetzt ist die Frage, hätten wir sie nicht gerettet, würden sie dann uns zur Seite stehen? Ich weiß das gar nicht so genau. Da kommt sie. Yeah. Brr, brr, brr. Sehr gut. Wir müssen irgendwo hin. Schauen wir mal, wohin. Und hier ist schon wieder... Sie auf Ihren Ton. Sie haben gesehen, was mit den Kroganern passiert ist. Aber wir brauchen diese Geräte. Tja, Sie bekommen sie aber nicht. Also hören Sie auf, mich mit solchen Nebensächlichkeiten zu behelligen. Mhm. Was ist hier los? Ihre Inkompetenz ist nicht mein Problem. Machen Sie einfach Ihre Arbeit. Was wollen Sie? Harter Tag, was? Sie haben es also mitbekommen. Es tut mir leid, dass ich Sie so angefahren habe. Aber wie mich dieser Spender behandelt. Wie er alle behandelt. Das macht mich einfach so wütend. Ach, das ist der Spender. Ich verstehe nicht, wie man jemandem wie ihm eine Machtposition geben kann. Ich habe nicht viel Gutes über diesen Kerl gehört. Was auch immer Sie gehört haben, ist mit Sicherheit nicht mal halb so schlimm wie die Realität. Erst letzte Woche hat er versucht, einen Teil der Bestände umzuleiten, die wir für den Betrieb der Stase-Kapseln brauchen. Warum macht er sowas? Keine Ahnung, aber wenn Cash nicht eingeschritten wäre und gedroht hätte, ihn aus der Luftschleuse zu werfen, wäre das Ganze in einer Katastrophe geendet. Und so ist er immer. Er trifft falsche Entscheidungen, vergrault die Kroganer und behandelt die Leute wie Dreck, wenn er sich unbeobachtet fühlt. Kann ich vielleicht etwas tun? Ein Mann wie er hat mit Sicherheit Dreck am Stecken. Ich wünschte nur, Ten und Edison würden das erkennen. Es ist so schlimm geworden, dass Cash ihn buchstäblich aus dem Maschinenraum werfen musste. Sie meinen das im übertragenen Sinn, oder? Nein, sie hat ihn tatsächlich geworfen. Das war herrlich. Wir müssen Spender loswerden. Nur leider ist er zwar inkompetent, klebt aber an seinem Stuhl. Cash kann Ihnen mehr sagen. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Wer bist du denn hier eigentlich? Du hast einen Namen und bist ansprechbar. Hakim, Carys Produzent. Ich bin derjenige, der sie in der Dokumentation so umwerfend aussehen lässt. Aha. Es gibt allerdings ein Problem. Carrie wurde wegen aufrührerischen Verhaltens verhaftet. Aha. Sie sitzt in einer Zelle im Hauptquartier der Miliz. Könnten Sie vielleicht mal bei ihr vorbeischauen? Ein Besuch von Ihnen könnte einiges bewirken. Mhm. Vergessen Sie es nicht. Carrie sitzt in einer Zelle der Miliz. Ja. Warum auch immer sie da sitzt, ja. Aber wir wollen uns eigentlich gerade ablenken lassen. Denn ich denke mal, es wird hier später noch weitergehen. Wir wollen nach Meridian. Und dazu müssen wir hier lang. Und hier lang. Also, klick, klick und auf. Oh, Ryder, wir haben mit Dr. Aridana und ihrem Team darüber nachgedacht, wie sie nach Meridian kommen können. Wir denken, wir haben eine Lösung gefunden. Ich höre. Das sind Pläne für eine neue Technologie, die wir Ghost Storm nennen. Mhm. Sobald sie sich Meridian nähern, können unsere Schiffe die Signatur der Tempest nachahmen. Die Cat werden nicht wissen, welche die echte ist. Ihre Sensoren werden verrückt spielen und wir können ihre Schiffe weglocken. Das könnte ihnen ein wenig Zeit verschaffen. Das könnte uns genau den Vorteil bringen, den wir brauchen. Der Rest liegt dann bei Ihnen. Schon klar, wir handeln aber gegen den Willen der Initiative und sind auf uns allein gestellt. Das haben Sie nicht gehört. Was gehört? Wir sind schon den ganzen Tag damit beschäftigt, Gamma-Diagramme auszuwerten. So ist das nun mal als Pathfinder. Risiken sind Teil des Jobs. Eines Jobs, für den wir nicht bezahlt werden. Tja. Dem hier ganz sicher nicht. Sie müssen zuerst die Ghost Storm Technologie erforschen. Anschließend treffen wir uns dann bei Meridian. Mhm. Viel Glück. Erforschen im Schiff oder was? Natürlich gibt es vermutlich noch mehr Systeme, die wir entdecken können. Die Geißel macht das allerdings schwierig.
Aber unsere Kartierung von Helios ist vorerst abgeschlossen. Wir können sehen, wie die Geißel Orbitalmuster stört, den Raum verdichtet. Mhm. Ach hier, guck mal hier, eine Forschungsstation. Nee, Entwicklung müssen wir machen, ne? Oder? Nee, wir müssen erst erforschen, warte mal. Ja, erstmal müssen wir erforschen. Und dazu müssen wir eine Verbesserung erforschen, ne? Da ist es nicht. Strahlende Mitte, da ist es auch nicht. Wenn, dann ist es hier unten. Ja, also hier ist es nicht. wo, da fällt denn das? Ach, guck mal, wartet mal. Das ist ja bloß N7, ne, oder? N7 können wir erforschen. Da sind wir auch schon auf Maximum und könnten die nächste Ebene. Ah, ich bin mir nicht sicher. Wobei wir haben, warte mal, wir haben eigentlich ganz viele Punkte. Erforderlich Stufe 50. 80. Wie lange geht das Spiel noch? oh mein Gott. Wie lange geht das Spiel? Nee, also wir können es nicht erforschen. Also ist es hier entwickeln, ne? Aber worunter fällt das? Haben wir die nicht schon gebaut? Ich glaube doch. Achso, warte mal, hier gibt es ja auch noch defensive... Achso, wir wollen ja nicht die Ressourcen verballern. Ich weiß nicht, was man hier einbauen sollte. Ghost-Technologie in Tempest... Ach, wir folgen einfach mal jetzt hier der Anzeige, ne? Wahrscheinlich kommen wir diese Folge sowieso noch nicht los. Ich vermute es mal ganz stark. Ich dachte, ich hätte verstanden, Huch. Was es bedeutet, hierher zu kommen. Nee, hast du nicht. Ryder? Ja? Warum auch immer du da hockst, mein Freund. Warum auch immer du da hockst. So, los geht's. So, jetzt bin ich mal gespannt. Können wir das Ding jetzt einbauen? Wir haben jetzt ein Ziel. Guck mal, genau. Ryder, kann ich Sie kurz sprechen? Oh, was ist denn jetzt schon Sie wieder haben los? Neue Post im E-Mail-Eingang Ihres ja, da sind alles Sie klar. Ich wollte Sie etwas fragen. Als Sie die Salarianische Arche gefunden haben, war da irgendetwas merkwürdig? Einfach nicht so, wie es sein sollte? Ja. Sie meinen, abgesehen von dem aufgestiegenen Krogana, den Artefakten und einem Stich in den Nacken? Wieso fragen Sie? Weil wir vor ein paar Stunden das hier erhalten haben. Hallo Ryder, ich glaube nicht, dass die Kaperung der Salarianischen Arche ein Zufall war. Wenn Sie mehr wissen wollen, treffen wir uns bei diesen Koordinaten. Das ist alles. Denken Sie, das Ganze könnte einfach nur ein schlechter Scherz sein? Davon gehe ich aus. Es gibt da draußen jede Menge Spinner, denen es Spaß macht, einen Pathfinder zum Narren zu halten. Dasselbe dachte ich auch. Ich lasse die Koordinaten im Navigationscomputer. Für den Fall, dass Sie diesem mysteriösen jemand die Meinung sagen wollen. Aha. Vitra Nix, schon wieder eine Mission. Wahrheit und Übernahme. Wollen wir das jetzt wirklich angehen? Nee. Wir wollen doch nach Dings reisen. Warte mal. Ryder von Cash, hallo Pathfinder, Dell hat erwähnt, sie hätten beobachtet, dass Spender sie schlecht behandelt hat. Leider ist das längst nicht alles. Nachdem wir den Aufstand ihr geschlagen hatten, hat Spender uns Gleichberechtigung in der Initiative zugesichert. Aber das ist nicht passiert, deshalb hat mein Volk die Nexus verlassen. Ich weiß, dass Spender irgendwas mit den Exzellenten zu tun hat, die den Aufstand provoziert haben. Das ist schlimm, weil er doch für die Kolonialverwaltung arbeitet. Aber sicher bin ich nicht. Kommen Sie doch mal auf ein Gespräch zu mir, wenn Sie glauben, helfen zu können. Mhm. Von Vitra. Ryder, keine Sorge, Sid hat nichts Fahrlässiges angestellt dieses Mal, soweit ich weiß. Ich habe gerade auf Kadara etwas Cooles gefunden. Wollen wir uns dort treffen? Ich hänge den Haftpunkt an. Und was haben wir hier? Hallo Ryder, ich bin der Produzent von Kiris. Okay, die haben wir ja getroffen. Da ist nichts weiter, okay.
Machst du die Tür? Danke. Okay, dann bauen wir das mal hier ein, ne? Die Ghost Storm Technologie ist jetzt vollständig erforscht, Pathfinder. Ausgezeichnet. Dann sind wir bereit für unseren Vorstoß auf Meridian. Ich berufe sofort eine Besprechung ein. Okay, Besprechung los. Ach so. Die Anführer der Nexus halten unsere Suche nach Meridian für Zeitverschwendung, aber wir wissen, dass sie sich irren. Die Aktivierung der Gewölbe reicht nicht. Wir brauchen noch das Herzstück. Nur um das klarzustellen, Sie widersetzen sich einem direkten Befehl? Ich doch nicht. Wir werden uns Ihnen widersetzen. Haha, das ist die richtige Einstellung. Und die Cat? Da kommt die Ghoststorm-Technologie ins Spiel. Ist doch so, oder, Hager? Ja, unsere gefälschten Signale sollten einige Cat von Ihnen ablenken. Zwar nicht alle, aber doch auf jeden Fall genug. Die Tempest ist klein und schnell. Ich brauche keine große Lücke. Wir setzen sie ab und sind wieder weg, bevor es die Cat mitkriegen. Auf Meridian erledigt ein kleines Team den Rest. Wir müssen schnell sein und die Geheimnisse ergründen. Direkt hinter feindlichen Linien. Guter Zeitpunkt, um ihre Anzahl und Verteidigung abzuschätzen. Bei dem Rückweg werden wir genauso wie bei dem Hinweg vorgehen. Wenn wir mit Informationen über Meridian zurückkommen, wird die Nexus schon zuhören. Das klingt doch nach einem soliden Plan-Team. Hager, sind Sie bereit? Wir können jederzeit anfangen, Pathfinder. Alles klar, Leute, es ist soweit. Legen wir los. Okay. Alrighty then. Nach Kitasari in Sifki-System. Ich musste doch überlegen, wen wir mitnehmen, ne? Weil, Folgen Sie mal das Uniformprotokoll, Liam. Abschnitt Oberbekleidung. Das ist ein Sieg. Ist er wieder oberkörperfrei gewesen? Ich weiß es gar nicht. Wieso? Geben Sie bei unserem nächsten Besuch auf Kadara einen aus? Machen Sie Witze? Sie sollten mal meine unbezahlten Rechnungen dort sehen. Oh, wir haben hier noch was zu scannen. Ihr wisst, was das heißt. Verdammt, ich wollte doch die Mission spielen. Und wusch. Des Archons stimmen, ist das hier das System. Meridian müsste hier irgendwo sein. Auch wenn ich das richtig gerechnet habe, sind wir hier Folge 135, ja? Nur mal so nebenbei. Wahnsinn. Anomalie auf den Sensoren. Okay, was haben wir denn da? Ich habe etwas gefunden. Okay, Erfahrungspunkt haben wir gefunden, das ist sehr gut. Nächsten Planeten. Rakelmor. Das sieht erdähnlich aus. Das sieht nicht ganz erdähnlich aus mit den Ringen. Da. Das ist, glaube ich, wieder Metall irgendwas, ne? Orte ein großes Mineralien. Eisen, okay. Hammer. Nächster. H309. Ach, der konnte sich keinen richtigen Namen leisten. Armer Planet. Okay, hat nix. So, der vorletzte. Ich empfange etwas. Sonde unterwegs. Satellit entdeckt. Okay, Satellit. Irgendwie bleibt hier meine Maus immer hängen. So. Und die letzte Station. Huch. Das ist es. Das ist Meridian. Oder Kitasira, wie die Cat es nennen. Sieht aus wie eine gigantische Raumstation. Aber da ist auch die Geißel angekommen. Seht ihr das? Okay, na dann bin ich mal gespannt. Und los geht's. Wen nehmen wir mit? Wir sollten jemanden mitnehmen, der wie soll ich sagen? Die meiste. Wir können gar nicht gucken hier, ne?
Wen sollten wir mitnehmen? PB? Wir sollten was Schlagkräftiges mitnehmen. Wir nehmen die Biotische mit. Okay. Ich aktiviere Ghost Storm. Auf mein Zeichen. 3, 2, jetzt. Feindliche Signatur entdeckt. Verfolgung aufnehmen. Hager, es funktioniert. Ein Haufen Cats sind unterwegs. Wir ziehen uns zurück. Jetzt sind sie dran, Tempest. Wir sollten sie so nah wie möglich daran bringen. Die Werte sind enorm. Vielleicht eine Art Kontrollzentrum. Ich sehe keine Landestelle. Das wird schwierig. Wie schwierig? Sehr schwierig. Ryder, ein Vorbeiflug ist unsere einzige Wahl. Ich gehe so tief wie möglich, aber Sie müssen über dem Zielgebiet aussteigen. Kein Problem, ich bin schon so oft irgendwo rausgefallen. Ja, ich habe von Ihrem freien Fall auf Habitat 7 gehört. Liam meinte, Sie hätten die ganze Zeit geschrien. Könnten Sie das diesmal sein lassen? Das ist nämlich peinlich. Okay, Sie kennen das. Achten Sie auf Ihre Sinkrate. Den Rest erledigen die Schilde. Wie jetzt? Ich muss jetzt wirklich fliegen? Es sieht gut aus. Die Cat haben uns noch nicht entdeckt. Was sich allerdings definitiv ändern wird, sobald wir da hineinfliegen. Na denn. Wir kommen schon klar. Bringen Sie einfach sich und die Tempest-Teil wieder raus. Verstanden. Wow. Wow. Geht's allen gut? Alles bestens. Gehen wir. Wir müssen das Gebiet auskundschaften und rausfinden, womit wir es zu tun haben. Es gibt hier in der Nähe einige aktive Leitungen. Ihr Scanner müsste sie orten können. Ja, ich sehe sie. Es regnet. Wie kann das sein? Sind Sie sicher, dass das Regen ist? Pathfinder, ich bin bei der Interaktion mit dieser Konsole auf ein komplexes Netzwerk gestoßen, das durch eine Kommandozentrale verbunden ist. Okay. Eine Zentrale? Soll das heißen, wir haben das Kontrollzentrum von Meridian gefunden? Höchstwahrscheinlich. Es ist allerdings inaktiv. Ach, das ist so cool. Ich finde ja so eine Brücken genial, ja? Die sich dann im Hintergrund abbauen. Lassen Sie uns sehen, was es mit Meridian auf sich hat. Zuerst sollten wir das Zentrum finden. Okay, geht's ab? Pathfinder, was wir dort sehen, ist die Kommandozentrale, die ich entdeckt hatte. Genau wie bei den Monolithen und Gewölben ist auch die Zentrale mit den beiden benachbarten Türmen verbunden. Wenn wir also die Türme aktivieren, aktivieren wir dadurch auch die Kommandozentrale. Ich nehme an, damit hat sich die Aufklärung wohl erledigt, oder? Wir könnten Meridian jetzt sofort aktivieren. Kann es vielleicht sein, dass Sie die Cat vergessen haben? Wir haben erlebt, dass bei der Aktivierung eines Gewölbes auch ein Reinigungsfeld aktiviert wurde. Vielleicht ist es in Meridian ja ähnlich. Sehen wir uns mal an, was wir bei diesen Türmen so finden. Pathfinder. Ja? Durch die Interaktion mit dieser Konsole wurde ein Gravitationsschacht aktiviert. Der ist wo? Ach, hier. Okay, aber liebe Leute, den nutzen wir in der nächsten Folge, ja? Also nicht böse sein, wir sehen uns in der nächsten Folge und machen dann hier weiter auf Meridian. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin, euer Firefox.